Jiddischkeit, comme on dit, hein, ist Spruch, ist eine Sprache, die sich im Elsass entwickelt hat, im 18. und 19. Jahrhundert, besonders in die Dörfer, wo die Jäden, die Juden, mit den Inwohnern miteinander gelebt haben. Manchmal gut, manchmal nicht gut. Es kommt darauf an, sie sind öfters gute Nachbarn gewesen. Der Jiddischdeutsch ist eine Sprache mit Wörtern, die am meisten vom Elsässisch kommen und auch Wörter, die vom Hebräischen kommen. Die Ausdrücke zeigen, wie die Jäden haben gelebt, wie sie religiöse sind und wie sie haben geschafft. Zum Beispiel kann ich euch ausdrücken gehen. Man soll sich nicht auf Nessem verlassen. Das heißt, man soll sich nicht auf Wunder verlassen. Nessem kommt vom hebräischen Wort Nissim, die Wunder, die Mirakel. Man soll verstehen, dass es besser ist, wenn man sich selbst in Hand nimmt. C'est mieux quand on se prend soi-même en main. Gib dich nicht mit Chalomes ab. Das heißt, gib dich nicht mit Dummheiten ab. Mit, ne te laisse pas entraîner par des bêtises. Chalomes kommt vom Hebräisch Chalomot, Traume. Aber du, das will heißen, gib dich nicht ab mit etwas, wie kein Wert hat. Ne s'occupe pas des choses qui n'ont pas de valeur. Ein anderes Beispiel. Du machst mich ganz mit Fulbel. Du machst mich ganz verrückt, tu me rends fou. Mit Fulbel kommt vom hebräischen Wort me vulbal, letz oder maboul. Du machst mich ganz letz, tu me rends fou. Man kann auch sagen me schugge. Vom hebräischen me schugga, verrückt, aussi fou. Me schugge ist ein Wort, wie sehr bekannt ist im Elsässisch. Anderes Wort ist halb Deutsch und halb Hebräisch, Schlamassel, von Schlimm in Elsässisch, Grave, und von Masal in Hebräisch, der Glück, la Chance, es will heißen, ein großer Unglück oder verrette von einem armen Mann, wie kein Glück hat. Es gibt auch Ausdrücke mit hebräischen oder elsässischen und französischen, wie zum Beispiel Gotel Roche und Petit Chapeau. Gotel Roche kommt vom Hebräisch Gadol Roche, Großkopf, la grosse tête. Er hat Hut, il a un chapeau, wie zu klein ist. Das will heißen, dass er Projekte hat, wie zu groß sind für ihn.